Auf der Spur nach Zeitzeugen. Aus der Zeit der Bimmelbahn im Mülzengrund stößt man an der Ortsgrenze Ottmannsdorf zu Mülzen St. Niklas auf das Bahnhofsgebäude des alten Ottmannsdorfer Bahnhofs. Genau betrachtet befindet sich das Hauptgebäude noch auf Niklasser Flur. Das Ortsschild verdeutlicht es. Auf dem Endbahnhof Ottmannsdorf befindet sich noch immer das Gebäude des alten Lokschuppens. Ein weiteres Denkmal zur Verkehrsgeschichte im Mülzengrund ist dieser Brückenpfeiler. An dieser Stelle, kurz vor dem Ottmannsdorfer Bahnhof, wurde der Mülzengrundbach überquert. Dann fuhr die Bahn nur noch auf der linken Seite des Baches bis nach Mosel. Von wann bis wann verkehrte denn die Bimmelbahn im Mülzengrund? Die Bahn wurde am 1. November 1885 in Betrieb gesetzt. Die Stilllegung erfolgte am 20. Mai 1951. 1885, das sind ja die Anfänge der Eisenbahnära, oder? Naja, die Anfänge der dampfbetriebenen Eisenbahnen geht auf das Jahr 1831 in England zurück. Davor gab es auch schon Eisenbahnen, aber diese waren noch pferdebetrieben. Man muss ja sehen, dass es zu dieser Zeit keine Alternative zur Bahn gab. Das Straßenbild wurde durch Pferdewagen, Ochsenkarren und durch Menschen, welche ihre Ware mit Handwegen oder Schubkarren transportierten, geprägt. Die Wartehalle des Haltepunkts Mülzen St. Micheln. Wie viele Kilometer legte man denn zwischen dem Bahnhof Mosel und dem Endbahnhof in Ottmannsdorf zurück? Es waren 14 Kilometer, wobei ein Höhenunterschied von 82 Meter zu bewältigen war. Welche Zeit wurde denn dafür benötigt? Die ungefähre Fahrzeit lag bei etwa 70 Minuten. Angekommen sind wir nun am Haltepunkt Stangendorf. Auch diese Wartehalle wurde als Denkmal liebevoll wiederhergerichtet. Der Mülzengrund war zu dieser Zeit sehr arm, obwohl sich vor allem die Textilindustrie sehr konzentriert angesiedelt hatte. Während der sächsische König Albert im Juli 1880 den Mülzengrund bereiste, forderten die Bewohner Mülzens lautstark die Realisierung des Eisenbahnanschlusses. Per Dekret am 4. Januar 1884 forderte man den Bauernbau im Mülzengrund erneut ein. Kurze Zeit später genehmigte der Sächsische Landtag dieses Vorhaben. Man hatte gewisse Erwartungen, zumal in Mosel Anschluss an die Fernbahnlinie Zwickau-Dresden bestanden hat. Erfüllten sich denn diese Erwartungen? Leider nein. Zwar zählte man im ersten Monat der Inbetriebnahme über 8000 Fahrgäste, danach blieben die Fahrgastzahlen als auch die Zahl der transportierten Güter weit hinter den Erwartungen zurück. 1939 stellte man den Personenverkehr auf dieser Bahnstrecke vorerst ein und ersetzte diesen mit Omnibussen, welche wesentlich preiswerter unterwegs waren.
Während des Zweiten Weltkriegs wurden Kraftstoffe allerdings sehr knapp und somit nahm man am 1. Mai 1944 den Personenverkehr per Schiene wieder auf. Erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs erlebte die Mülzengrundbahn einen Aufschwung. Aber es half nichts. Das Ende der Bahn war besiegelt. Man musste in der jungen DDR die Infrastruktur des Schienennetzes wieder aufbauen bzw. ausbauen. Und dabei setzte man, da das Material Mangelware war, auf Priorität. Kleinere Bahnstrecken mussten demzufolge zurückgebaut werden, da man das Material an anderer Stelle benötigte. Insbesondere für das Schienennetz in der Hauptstadt Berlin. Einige Quellen behaupten sogar, ein Teil des Materials sei als Reparationsleistung in die Sowjetunion geflossen. Die Sowjetmacht hat uns nicht nur befreit, sie hat auch vom ersten Tag an unseren demokratischen Aufbau tatkräftig unterstützt. Hier stehen wir nun auf dem Bahnhofsgelände in Mosel. Die Welt ist groß, die Welt ist schön, kommt mit und schaut sie an. Und wenn wir überall die Schönheit sehen, stimmen wir das Lied der Heimat an. Unsere Heimat, die wir lieben, ist der Mülzengrund und deine ist am Main. Im Spreewald ist ein Freund von mir, der andere am Rhein. Unsere Heimat, die wir lieben, ist der Mülzengrund und deine ist am Main. Im Spreewald ist ein Freund von mir, der andere am Rhein. Ein letztes Denkmal sehen wir uns an. Hier wurden symbolisch die Gleise der Mülzengrundbahn verlegt.